Moin, herzlich willkommen zurück zur Freitagsausgabe. Let's Play LS 17, Nordfriesische Marsch, Vierfachmap 1.9 ohne Gräben. Ja, was machen wir gerade? Wir beenden unsere Ernte. Ich fahre gerade hier mal ein paar Fahrzeuge. Habe ich schon zurück zum Hof gebracht. Bin jetzt dabei, hier zu... Okay, warum passiert da oben auf Feld... Hier nix. Sehe ich jetzt gerade. Naja, kümmere ich mich gleich mal drum. Okay, das war doof. So, ich bin dabei und will den hier zum Hof bringen, zum Rinderhof. Das mache ich per Cosplay. Der Case hier fährt irgendwie ganz komisch mit Cosplay im Moment. Habe ich jetzt echt Stress gehabt, ne? Deshalb setze ich den einfach mit Follow Me dahinter. Und sag ihm hier, du kriegst jetzt bitte den Überführungskurs auf Rinder. Und der andere sollte folgen. Ja, tut er auch. So. Warum passiert da auf Feld 4 nichts? Verstehe ich nicht so ganz. So, ich muss mal eben darauf achten, ob der überhaupt noch was abliefern kann. Und ob ich dann hier nachher doch zum Hofsilo mal fahren muss. Ich fahre jetzt einfach mal mit. Leute, es ist Wochenende! Hoch die Hände, Wochenende. Freitag ab 1 macht jeder seins, wie man so schön sagt. Ja, ist noch nicht 1 Uhr, ist gerade kurz nach 10, aber dauert nicht mehr lange. Und dann ist Wochenende. Doch cool, oder? Oh, da habe ich ja, oh, da habe ich aber Glück gehabt. Da steht ja noch der Anhänger mitten im Weg. Da habe ich aber richtig Schwein gehabt. Dass es damit keinen Stress gibt. So. Der eine schon voll oder wie? 465.000, da hätte ja noch was reingepasst. Ja, aber viel passt hier nicht mehr rein. Das ist hier alles schon recht voll. Weizen ist fast voll, Hopfen ist fast voll. Leerpaletten können hierher. Naja, gut. Dem auch sei. Gut. So, tanken gehen. Tanken gehen. Eben ein bisschen Sprit drauf.
Und dann stellen wir den weg. Sauber gemacht wird er ja heute Nacht. Erstmal gucken, wo ich den denn jetzt am dümmsten hinstelle. Stellen wir doch wieder hier irgendwo einfach mal so rein. Ich werde mal hier nicht los, ey. Ich bin gar nicht. Das läuft aber, das ist schön. So, der ist vollgetankt. Und jetzt fahren wir hier einmal rum und stellen den in die Halle. Dafür haben wir ja hier extra die lange Halle gebaut. Extra nur für solche Fahrzeuge. Ich will da nicht so viel rangieren müssen. Und die trotzdem vernünftig sicher stehen. Ja, ich weiß, man kann das auch anders machen. Gesehen. Oh. Sorry. Dachte, das wäre der andere. Voll tanken bitte. Ja, ihr seht, die Ernte zieht sich noch ein bisschen, ist nicht vorm Wochenende rum. Aber spätestens morgen dürfte es vorbei sein. In der Zwischenzeit bereiten wir schon mal alles für die Aussaat vor. So, er ist vollgetankt. Beides voll, das ist sehr schön. Schauen wir hier schon mal das erste Gespann hin. Vorbereitungsfläche. Oh Mann, ey. Ja, will ich doch nicht immer hier einen Weg.
ist das so schwer. Auch einmal auftanken, bitte. Entschuldigung. Los, mach, 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 mach. Zweite Seemaschine. Wir wollen überlegen, eigentlich könnten wir noch eine kaufen. Serie 7 durchdrehende Reifen. Ja, ich kümmere mich. Gleich. So, die ist auch komplett voll. Zweite Gespann. Ja, so ist das. Leute, wir neigen uns dem Ende zu. So, Saatgut. Da können wir mal bei der Saatgutproduktion hier eben umfahren und den eben weiter auffüllen.
wir werden uns auch hier einfach mal mehr noch um die Saatgutproduktion überhaupt erstmal kümmern können. Weil hier ist nämlich nicht viel. Okay. Hier noch produziert. Produziert, warum nicht? Weil das voll ist mit Hackschnitzeln. Ich habe aber auch gar keinen Hänger hier. Also verloren, würde ich sagen. Oh, jetzt muss ich mal eben gucken, wie er denn jetzt hier den Hopfen los wird. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Ich hätte da vorher nicht so viel Hopfen aus dem Hofsilo hinfahren lassen sollen. Eben beobachten, das ist das Letzte, was wir heute noch machen. Dann ist Feierabend. Ende Gelände, aus die Maus. Den will er jetzt schon nicht mehr ganz loswerden. Da hier. Series 7. Ja auch so rum abtanken, das geht ja auch. Das ist ja kein Problem. So, meine lieben Freunde, ne? Heute etwas länger gemacht, nicht viel. Ja, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst das. Kommentar, Like, Abo, kommt mich bei Facebook besuchen, kommt auf meine Homepage. Das alles unterstützt mich. Und ja, schaut morgen wieder rein. Samstag 2 Folgen, Sonntag 2 Folgen, wie immer. Kein Livestream heute, kein Livestream morgen und auch kein Livestream Sonntag. Das sagte ich ja schon. So, okay, der fährt jetzt hier erstmal irgendwo hin. Gucken. Da noch funktioniert's. Gut, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und sage ciao.